Vielen Dank, dass du meinen Ballon repariert hast. Super. Was? Super ultra Dankeschön. Und die Sache da, diesem Bauautomatik-Ding, klingt echt spannend. Eines Tages werde ich mich auch mit der praktischen Anwendungsentwicklung beschäftigen. Oh, warte mal. Da fällt mir was ein. Spitz deine Spitzohren. Dein Pura-Pad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Was soll das denn? Du gefälligst überrascht er. Derjenige, der auf die Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind, das war niemals anderes als ich allein. Als einziger in ganz Hyrule darf ich anmerken. Aha. Den Sensor deines Pura-Pads hier an Spielposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssen wir zum Pura-Pad-Institut in Hateno. Pura-Pad-Institut? Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Pura-Pads arbeiten. Dort können wir dein Pura-Pad und seinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Ost-Nikluda und da am Rande ist Hateno. Und da am Rande ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein 1A-Labor. Die Prinzessin soll im Schloss gesehen worden sein, aber das kann ich absolut nicht glauben. Außerdem sagt Pura, dass sie im Schloss Nass sehen wollte. Ich werde ebenfalls nach Hinweisen zum Verbleib der Prinzessin suchen, aber auf meine Art. So, bin dann mal unterwegs. Ich will bereit sein, wenn du dann vorbeikommst. Wir sehen uns in Athene. Lass mich nicht zu lange warten, ja? Und weg ist er. Vielleicht hätte ich mal vorher schon mit ihnen reden sollen. Tino. Da kann ich mich leider nicht importen, schade. Naja. Sollen wir das mit dem Sensor suchen? Ich frage mich echt, wie der Typ das in 1 Stunde 34 als Speedrun durchgemacht hat. Wenn selbst sowas noch kommt. Wo war der Durchgang nach oben? Dann kletter ich lieber raus. Da. Ich kletter lieber raus. Na, ich kletter lieber raus. So. Dann sind wir nämlich schneller beim Institut. Warum regt denn das jetzt? Kann man ja das mal jemand sagen? Ach ja, du mich auch, Spiel, ey. Ausgerechnet jetzt regnet es. Also wie immer eigentlich. Das Spiel hasst mich. Und wetten, jetzt renne ich hier hoch und gleich hört es auf zu regnen. Okay. Jetzt kann man allerdings noch rein. Nicht so wie vorher. So, Athena-Institut. Da bin ich. Guten Abend. Was für ein wundervoller Abend, oder? Hey, du. Das Pura-Pad-Institut und ich sind bereit. Bringen wir den Sensor zum Laufen. Reich mir doch mal dein Pura-Pad. 1, 2 und 3 und... Ein Sensor. Wenn du dich Bandschreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Und fertig. Jetzt sollte ein Ton zu hören sein, wenn sich ein Schrein in der Nähe befindet. Also gut, genug der Erklärung. Wieso probierst du den Sensor nicht einfach mal aus? Seltsam. Der Sensor sollte reagieren, wenn du dich auf einen Schrein bewegst. Und er sollte ein Schrein in der Höhle am Fuße des Hügels sein, aber er macht keine Mucks. Ich hab ihn ja schon. Was?
Du hast ihn schon gefunden. Im Grunde bin ich gar nicht überrascht. Aber der Sensor wird dir trotzdem helfen können. Vor allem, weil ich ihn entwickelt habe. Tja, ich schätze, von dem, was ich so erkläre, bleibt bei dir gelegentlich nicht so viel hängen, oder? Really? Sekunde. So, jetzt steht alles darin. Und das kommt dann hierhin. Aha, sehr schön. Really? Eine Bedienungsanleitung für den Sensor, na, was sagst du? Kann sich sonst wohin stecken. Jetzt kannst du dir jederzeit alles zum Sensor durchlesen, was dich interessiert. Wirf doch einfach gelegentlich mal einen Blick in die Anleitung. Na, verstehst du jetzt, warum das Pura-Pad so toll ist? Und was soll ich sagen? Während ich auf dich gewartet habe, sind mir neue Funktionen eingefallen. Ich arbeite schon daran, eine davon in einem Prototypen zu verwirklichen. Mir fehlen nur noch ein paar Daten. Du bist sicher ganz beeindruckt von dem, was der Sensor so kann, oder? Wenn du dich mit ihm vertraut gemacht hast, komm mal wieder vorbei. Bis dann. Bla 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 bla. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Hey da! Tagchen, mein Bester. Ich sag dir nur ungern, aber dein Pura-Pad ist noch nicht perfekt. Im Gegentum? Naja. Es steckt noch weit mehr Potenzial in deinem guten Stück. Allerlei fantastische Funktionen. Folgendes wäre ich da so im Sinn. Besonders empfehlen kann ich einen Teleport-Medaillon, mit dem du Teleporter setzen kannst. What? Dann wäre da der Pfad des Helden, der deine Reiseroute zeigt, und der Sensor Plus, der nicht nur Schreine aufspielen kann. Mit diesen Feinheiten wäre der Pura-Pad der ideale Kompagnon. Das wäre das ideale Szenario, doch leider sind uns in Sachen Implementierung noch Ivarox vor die Füße gelegt. Daher benötige ich deine Mitarbeit im Namen des Fortschritts. Solltest du also interessiert sein, deinen Beitrag zu einer wissenschaftlichen Welt zu leisten, dann lass mich nicht warten. Das Teleport-Medaillon ist eine famose Funktion, mit dem du an zuvor besuchten Orten schnell reisen kannst. Leider gäbe es da ein klitzekleines Problem, das mich von einer sofortigen Implementierung abhält. Sei so gut und reich mir doch bitte im Rush dein Pura-Pad, jawohl. So, falls du mir bitte folgen willst, im Nordosten der Akala-Region, ganz am Rand des Gebietes. Da liegt die bescheidene Einrichtung, in welche ich meine forscherischen Betätigungen fröne, das Akala-Institut. Und vorausschauenderweise habe ich genau dort den Prototyp meines Teleport-Medaillons zurückgelassen. Sein Ernst? Und zu allem Übel kann ich nicht einfach hinten einspazieren und es holen. Es sollen dort garstige Gestalten eingezogen sein. Daher müsste ich die Beschaffung des Teleport-Medaillons-Prototypen leider in deine Hände legen. Und wenn du das für mich tust, dann... Ach Moment, ich mache es einfach sofort. Wo war das Ding doch gleich? Ach, hier ist es ja. Okay. So, der Teleporter dieses Instituts wäre hiermit aktiviert. Und das bedeutet, dass du dich jederzeit mühelos hierher teleportieren kannst. Der Teleport-Medaillon-Prototyp liegt im Akala-Institut für dich bereit. Ich erkläre dir auch gerne wo. Du musst nur meinen Schreibtisch finden und dann in der Truhe gleich daneben suchen. Absolut narrensicher. Aber Eile mit Weile. Konstrukteurtechnische Kniffe klügeln sich schließlich nicht über Nacht aus. Das Potenzial des Pura-Pads wartet nur darauf. Der Pfad des Helden ist eine ungemein nützliche Funktion für alle, die für ihr Leben gerne die Welt erkunden.
Das Pura-Pad zeichnet deinen Weg auf und die Funktion stellt sie dann grafisch auf dem Bildschirm dar. All die Routen, die du je auf deinen Reisen gewandert, geritten, geflogen und geschwommen bist. Leider kannst du die Funktionalität erst nutzen, wenn ich Kartendaten von 15 Schreinen habe. Okay. Hier. Bitte? Du hast bereits die Daten, sagst du? Dann gib mir schnell dein Pura-Pad. Dann wollen wir mal werkeln. Fahrt des Helden. Mit dieser Funktion kannst du sehen, welchen Weg du gereist bist. Ungefähr 256 Spielstunden können so auf der Karte angezeigt werden. Nach diesen 256 Stunden werden die Wegdaten dann überschrieben, beginnen mit den Ältesten. Tantarata! Nun kannst du auf deiner Karte die Zeit verfolgen, welche Wege du eingeschlagen hast. Okay. Jupp, diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Warte mal eine Minute. So, jetzt steht alles da drin und das kommt dann hier hin. Aha, sehr schön. Na, wie findest du das? Hier siehst du die Bedienungsanleitung für den Pfad des Helden. Die Fähigkeit, die der dir jetzt alle vorstellt, gab es in Breath of the Wild nur im NDLC. Okay. Jetzt kannst du die Fälle jederzeit ansehen, wie das mit dem Pfad des Helden so funktioniert. Ganzes Geld umsonst. Ach ja, hab ich ja irgendwie gelesen gehabt mit dem Medaillon und so. Naja. Einfach einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Auch wenn du nun den Pfad des Helden sprichwörtlich nachverfolgen kannst, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Dein Pura-Pad ist noch nicht komplett. Es kann noch verbessert werden. Denk daran, ja? Warte mal. Immer zum Pfad des Helden. Durch Drücken von X auf den Kartenbildschirm kannst du der Pfad des Helden ein- und ausschalten werden. Diese tolle Funktion zeigt auf der Karte den Weg an, den man auf seiner Reise zurückgelegt hat. Ja, okay. Läuft. Wie sieht das denn aus? Also, gut. Hier bin ich nirgends so lang. Ich habe meistens die Türme genutzt, um weiterzukommen. Hier bin ich unten rein. Wie sieht das unten aus? Ach, da siehst du unten auch. Wupp, 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 wupp. Okay. Unter dem Himmel. Du Scheiße. Warte mal. Okay. Du hörst sogar, wenn du stirbst. Nice. Wow. Ich habe mich immer hin und her runter, hoch, runter, hoch, runter. Oh Mann. Zum Glück kann man vorspulen. WTF. Das ist halt echt interessant. Ging das bei den DLCs auch? Oh
Vor allem, du siehst immer, wo du gerade bist. Okay. Auch, dass man es gehört hat und so? Dass man gestorben ist und alles? Da war ich wieder oben. Da war ich wieder unten. Da war ich wieder oben. Okay, ich spule mal schneller vor kurz. Die Musik immer noch im Hintergrund, ey. Man hat halt, wenn man gestorben ist, nur das Rote Kreuz gesehen, aber nicht gehört. Ah, jetzt hört man das aber dann, okay. Ja, wenn du so vorspulst, hört man das halt auch nicht, aber... Wenn man... Dreimal gestorben, dann geschafft. Ne, dreimal. Viermal. Und dann habe ich es geschafft. Viermal gestorben. Okay. Das war unten, das war noch nicht oben bei ihm. War auch noch nicht. Danach habe ich das geschafft, bis ich dann bei ihm war. Dann habe ich mir nochmal Heilung geholt, dann war ich nochmal da. Habe mir nochmal Maxilax geholt. 1, 2, 3, 4. Dann bin ich zurück. Muss ich nochmal kurz was machen. Dann bin ich da irgendwie hoch. Dann bin ich da irgendwie hin. Ah. Doch, nach viermal habe ich es geschafft. Nice. Aber leider steht da keine genaue Zeit, die du hast, ne? Schade. Ich hätte gerne die genaue Zeit gesehen. Ich hätte wirklich gerne die genaue Zeit gesehen. Schade. So. Der Sensor Plus. Ganz gut und vorzüglich. Du scheinst ja gerade zu einem Sensor für vernünftige Entscheidungen zu haben. Mit diesem Sensor kannst du eine riesige Vielfalt an Objekten und Orten suchen. Eben das Extra Plus in Sensor Plus. Ein kleiner Schritt wäre allerdings nötig, um diese sensationellen Hilfsmittel für dich... Boah. Um dieses dieses sensationelle Hilfsmittel für dich einzurichten. Und zwar müsstest du dein Handbuch mit 5 verschiedenen Monsterarten füllen, falls das ginge. Jetzt muss ich auch noch Fotos von den Monsterarten machen, habe ich noch gar nicht gemacht. Einfach so auf wilde Wüstlingswesen Lust zu spazieren kann gefährlich werden. Versuche daher zu schleichen. Oh, alternativ könntest du sie auch auf irgendeine Art und Weise ablenken und ein Foto von ihnen zu machen. Aber eile mit Weile. Konstrukteurtechnische Kniffe klügen sich schließlich nicht über Nacht aus. Das Potenzial deines Purapads wartet. Okay. 5 verschiedene.
Auf jeden Fall muss ich ins Alkala-Institut. Dann tauchen hier eben und zwar auf irgendwo. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ich glaube, ich habe einfach nur nicht dran gedacht dieses Mal. Oder vielleicht auch keine Lust gehabt. Eins von beiden. Oder beides. Ba, 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 ba. Vor allem, ich habe 48 Schreine gemacht, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Weißt du zufällig noch, wie viel ich im ersten Teil gemacht habe? Nee, ne? Eins. Hallo? Zwei. Wenn das so zählt. Haben wir hier irgendwo noch mehr? Naja. Erstmal nach oben. Das Institut war da vorne, okay. Was ist denn das da in der Mitte jetzt? Hm. 5 verschiedene Monsterarten. Warum habe ich das nicht gemacht? Junge, Junge. Das ist auch geil. Da unten ist ein Labyrinth und da oben ist auch eins. Moment, ich muss mich nochmal kurz umziehen. Zack, ups. Yay! Ich finde es geil mit den Klamotten auch in der Luft. Ach, da haben wir noch einen Schrein. Den habe ich, glaube ich, auch noch. Nee, den habe ich noch nicht. Was haben wir da? Ah, ein Stall. Okay. Bim, bim. Ja, ich sehe es doch. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Wenn wir schon hier sind. Inneres Alkala. Mal gucken. Boo, boo, boo. Ba, ba, da, bi, boo, bi, boo. Zugzwang. Okay. Was macht die? Ach so, verstehe. Haben wir hier irgendwo eine Platte? Oder so? Kann ich die Truhe eigentlich da oben runterholen? Ups. Nö. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Naja, was ist das eigentlich da? Tschüss! Tschüss! Das darf also nicht auf mein... Klar, nur mich aufs Spiel. Klar, da oben komme ich nicht an, Mist. Was kann ich denn da rausziehen? Das da, ne? Wow, gut, das habe ich. Wie gemein. Das Problem ist, das reicht nicht. Naja gut, das reicht schon.
Moment, tut so hoch. Sehr gut. Geht das überhaupt wirklich? Ja. Ach Mist. Da ist noch Eis dran, ne? Hey. So. Okay. Kann man auch machen. So kann man es halt auch machen. Boah, muss ich die Plattform dann vorsichtig rüberheben oder was? Das wird ja ein Spaß. Das Problem ist halt die Kugel, die da oben drauf ist. Ich kann es nicht ziehen. Ups. Toll. Komme ich da ran jetzt? Ne, ich mach mal irre mal nicht weiter, sonst fahre ich da gleich runter. Oh Gott, wie gemein. Sehr echt mies gemacht. Ah. Oder kann ich diese wieder von oben runterziehen? Ja, kann ich. Okay, dann mache ich das eben so. Aber ich brauche trotzdem noch ein Stück davon. Fertig. Ich will nämlich da hoch. Beziehungsweise ich will auch noch die Truhe drin nach unten haben. Komme ich da ran? Ach guck mal, jetzt kann ich es heben. Ohne Probleme. Nein, hier geblieben. Du bleibst da. Nochmal zurück. Komme ich da ran? Hm. Okay. Noch eins mehr. Schlagen. Ups. Ich schaffe auch immer den falschen Knopf zu drücken. Und tschüss. Okay, kein Bock mehr. Normales machen, aber ich keine Lust. Ups, sorry. Aber ich nehme mal lieber die Waffe wieder mit. Naja. Egal. Eine Truhe kann ich später vielleicht auch noch machen. So. Will ich. So, Brandgefahr. In feurigen Umgebungen wie Vulkan nimmst du Schaden. Verwende Schutzkleidung, bla bla bla. Ehrlich jetzt? Die haben sich hier breit gemacht. Was haben wir hier? Welches ist das? Stall von Ostkala. Aber ich habe da noch irgendwo Monster gesehen, ne? Da. Was haben wir da? Achso. Du bist mir egal. Geh weg. Ach
Was ist das denn? Hier wird das auch angezeigt. Fünf verschiedene Monster. Und wo kam das? Was ist das? Der ist irgendwo hier. Hallo. Hab dich. Drei. Jetzt haut er erstmal ab oder so. Was ist das hier? Hier haben wir nämlich genau das gleiche. Vielleicht zurückspringen? Nö. Nein. Autsch. Danke. Ich verstehe das mit denen hier nicht. Aber der zeigt da nämlich schon wieder hin. Die Pfeile haben wir nämlich schon mal gefunden, aber hier ist gar nichts. Klar. Okay, da haben wir noch einen. Ach ja, in der Luft kann ich ja kein Foto machen, stimmt ja. Will er ja nicht. Vier. Jetzt fehlt nur noch einer. Wenn das richtig ist.